Ich befinde mich mitten in der Prüfungsphase. Wirklich, ich laufe seit Tagen wie eine absolute BWL-Marie rum und ich liebe es. Alter, wie weird. Ich drehe durch. Heute ist Tag der Prüfung. Heute ist hier Tarnbeschein. Ich wusste, dass es heiß ist und ich habe es trotzdem im Mund gesteckt. Das war so richtig dumm. Wir haben die Prüfungsergebnisse schon. Und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute auch mal, ich habe schon wieder kein Datum. Heute ist der 17. November. Heute ist ein... Welcher Wochentag ist heute? Heute ist Donnerstag. Ich befinde mich mitten in der Prüfungsphase. In weniger als einer Woche sind die ersten Prüfungen. Also jetzt am Dienstag, in Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, in 4 Tagen oder 5. Wie rechnet man das? I don't know. Deswegen bin ich momentan jeden Tag in der Bib und werde jetzt auch gleich wieder hinfahren. Zeige gleich mal mein Outfit. Und dann geht's los. Ich habe schon gefrühstückt und... Ja, dann geht's auf in die Bib. Okay, also das hier ist mein Outfit heute. Mal wieder sehr BWL-Marie-mäßig. Und es ist bei uns in der Bib so unglaublich warm. Deswegen habe ich auch noch ein T-Shirt an, das ich mir nachher auf jeden Fall ausziehen kann. Weil es ist richtig voll und dadurch ist es, glaube ich, so warm. Denke ich jetzt mal. Ich denke nicht, dass die viel heizen. Ja, auf jeden Fall, das hier ist der Look. Ich habe jetzt schon mal meine Tasche gepackt. Die ist heute übertrieben voll. Aber ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Und ja. Dann geht's in die Uni. Oh, Wahnsinn, ich bin jetzt gerade zur Tür rein. Ich war heute Morgen an der Uni. War eigentlich echt gut. Ich habe ein bisschen, doch, ich habe gut was geschafft. Dann war ich noch Mittagessen und das war gut. Ich habe mir natürlich mein eigenes Essen mitgenommen. Ach, habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Ich muss ja nochmal mit euch quatschen. Ich darf momentan wirklich gefühlt fast nichts essen. Aber that's okay. Dafür geht's mir besser. Erzähle ich euch dann. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen im Stress. Ich habe hier gerade mal Pakete abgeholt. Wirklich, ich bin da wie so ein Depp mit diesen Paketen im Arm. Und meiner schweren Unitasche durch die Stadt gelaufen. Und ich stelle mich dann auch mal ein bisschen... Ja, es sieht immer ein bisschen unhandlich aus. Aber da schaue ich jetzt mal kurz rein. Da muss ich mich auch schnell umziehen. Dann gleich hier zum Bett binden. Genau. Das steht jetzt so an und dann schauen wir weiter. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Mäuse. Ich habe mich gestern tatsächlich gar nicht mehr gemeldet. Ich weiß es auch nicht. Ich bin hier momentan... Also wirklich, mein Tag sieht... Okay, so. Mein Tag sieht hier wirklich... Da habe ich mein Handy hingelegt. Mein Tag sieht jeden Tag gleich aus. Ich stehe auf, ich mache mich fertig. Ich mache ein bisschen das, was ich noch zu tun habe. Und dann fahre ich zur Uni. Und genauso war es gestern auch. War aber eigentlich ein ganz guter Tag. Ich habe ein bisschen was geschafft. Jetzt bin ich hier schon wieder aus der Puste, weil ich hier so rumgerannt bin. Auf jeden Fall war ich abends noch beim Kraftclub-Konzert. Das war auch echt gut. Das habe ich sehr genossen, dann so ein bisschen Ausgleich zu haben. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht mehr, ob das unbedingt meine Musik ist. Aber gut, auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon auf dem Sprung und werde mich jetzt auf den Weg zur Uni machen. Ich zeige euch mal kurz mein Outfit. Also das hier habe ich heute an, wirklich, ich laufe seit Tagen wie eine absolute BWL-Marie rum und ich liebe es, ihr wisst es, ne? Ich lebe und liebe es. Also ich habe hier heute ein Langarm-Shirt, das ist von Pick & Kloppenburg, ist auf Instagram verlinkt. Der Pulli hier ist von Ralph Lauren, die Hose ist von H&M, aber leider super alt und da habe ich noch meine Converse dazu an. Ja, also das ist jetzt hier der Look, die Sachen sind gepackt. Ich habe was zu essen dabei, heute ist nämlich Sonntag, aber die Bib hat offen, weil wir Prüfungsphase haben. Ja, ja. Und ich freue mich, ich habe Bock und ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Ihr Mäuse, ich bin jetzt daheim. Ich war jetzt heute auch wieder lange in der Uni. Es war so ein, was war denn das? Schon 8 Stunden oder so. Aber es war heute richtig gut. Ich habe heute richtig viel geschafft. Ich habe jetzt hier nochmal so die Basics zusammengefasst und jetzt habe ich eigentlich einen richtig guten Überblick. Und jetzt, ja, bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet, würde ich sagen. Für die eine Prüfung, die andere vernachlässige ich komplett. Aber gut, da kümmern wir uns danach der einen drum. Das wird schon... Aber es war auf jeden Fall ein guter Tag. Jetzt muss ich mal schauen, was ich mir zu Abendessen mache und auch für morgen vorbereite zu kochen. Weil, ja, damit ich was mitnehmen kann, ne? Also sieht jetzt noch mein Abend aus. Vielleicht mache ich dann nur so 1, 2 Aufgaben. Wir haben jetzt 20 von 9. Ja, und genau, das wird mein Tag jetzt noch. Ich mache jetzt einfach schon guten Morgen. Heute ist jetzt auch schon wieder der nächste Tag. Momentan ist das ein bisschen schwer mit dem Vloggen, aber ja, ich weiß auch gar nicht warum. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so gestresst. Auf jeden Fall werde ich heute wieder zur Uni fahren. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, habe mir gerade Frühstück gemacht. Achtung, ultra weird. Ich esse Rührei und Gurke und Karotte. Sehr komisch. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Porridge. Ich hatte nämlich, ich esse ein bisschen zu viel Porridge momentan, weil das auf jeden Fall eine safe Sache ist. Das darf ich essen. Und dann nehme ich das mal mit zur Uni und dann esse ich das schon zum Frühstück. Deswegen wollte ich heute mal was Herzhaftes. Werde das jetzt mal essen. Dann mache ich mich fertig und dann geht's auf. Alter, wie weird. Ich drehe durch. Okay, okay, so, das ist jetzt hier mein Outfit des Tages. Heute mal, weiß ich nicht, heute mal ein Kleid, hatte ich irgendwie Lust drauf. Ja, dann habe ich drüber noch einen Pulli angezogen, das ist leider alles alt. Und dann habe ich noch diese Schuhe hier, das sind so Chelsea Boots von Zara, die mag ich auch gerne, weil die klackern. Freue mich. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zur Uni. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, den nehme ich gleich mit. Und der wird heute gelernt. Aber ich habe eigentlich Lust, mir bringt das Thema, was ich gerade lerne, richtig viel Spaß.
Das ist halt so Accounting und Management Control, also Buchhaltung und Kostenrechnung. Und Buchhaltung ist okay, aber Kostenrechnung ist ja so toll, dieses kleine Hin- und Herrechnen mit Erlös und Umsatz und wie profitabel ist das, wo sind die Kostenstellen und wie wird es aufgeteilt. Es ist toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen freue ich mich heute wieder drauf und machen wir jetzt auf den Weg. Ach, ihr Mäuse, ich bin jetzt gerade zur Tür rein. Ich komme jetzt hier gerade von der Uni. Es war wieder ein langer Tag. Wie lange war ich jetzt da? Wir haben es jetzt 8 Uhr, Wahnsinn, auch irgendwie schon wieder viel zu lange. Wann war ich? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich heute lange in der Uni, den ganzen Tag. Ich habe nochmal eine Probeklausur gemacht und wirklich, das hat mir die letzten Nerven geraubt. Ich habe die vollen 2 Stunden gebraucht. Dann noch 2 Stunden für eine Prüfung. Es ist so lang. Und das war richtig anstrengend. Ich musste mich so konzentrieren und ich war danach völlig fertig. Ich hatte im Endeffekt 73%, was ganz gut war, weil ich ein, zwei Sachen wusste ich nicht, was ich tun soll. Deswegen dafür war es wirklich gut, aber ich würde morgen eigentlich gern performen. Deswegen schauen wir mal. Also morgen ist die Prüfung. Ich bin gespannt, aber es war heute nochmal richtig gut. Ich habe das auch später alles nochmal mit einem Freund durchgesprochen, der auch morgen die Prüfung schreibt. Und dann haben wir alles nochmal angeschaut, nochmal drüber gesprochen und das hilft. Also wenn man was erklärt bekommt oder nochmal was erklärt, dann bin ich hier gerade gar nicht mit meiner Hand zufrieden. Naja, auf jeden Fall war das nochmal sehr hilfreich. Und ja, dann ist heute noch was Aufregendes passiert, aber das werde ich euch, glaube ich, ein anderes Mal zu, weiß ich jetzt nicht. Oh, ich kann sowas nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich bin auch gerade schon wieder richtig drauf. War ein bisschen viel Kaffee heute tatsächlich, ja. Vielleicht so 3 zu viel. Nein, Spaß, aber war schon viel. Also, ich weiß gar nicht, wo soll ich jetzt noch hin mit meiner Energie? Es ist schon 8:07 Uhr und ich könnte noch alles tun. Ja, genau, so viel von mir. Und jetzt mache ich mir gleich mal was zu essen. Ich wollte nochmal meine Eltern rufen, denen das nochmal erzählen, was hier heute so Phase ist und mir nochmal ein bisschen Zuspruch für die Prüfung morgen einholen. Nein, aber na doch, schon. Genau, das ist der Plan. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. In der Prüfungsphase, das ist eine besondere Zeit und heute ist Tag der Prüfung. Heute ist hier Time to Shine. Um 13 Uhr geht's los. Wir haben es jetzt 11:20 Uhr. Ich werde jetzt so eine halbe Stunde losfahren und dann geht's zur Prüfung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich kriege das hin. Ich kann das, ich bin gut vorbereitet. Jetzt geht es nur noch um die mentale Vorbereitung und da habe ich mich jetzt schon ein bisschen drauf eingestellt. Ich habe jetzt heute auch nichts mehr dafür gemacht. Das macht dann irgendwie nur verrückt, finde ich. Deswegen, genau, ich esse jetzt hier gerade noch was, damit ich auch gut gestärkt in die Prüfung gehe. Warte mal, hier haben wir es, das ist Grillkäse. Ich habe mich gerade übel verbrannt. Ich weiß nicht, ich wusste, dass es heiß und ich habe es trotzdem im Mund gesteckt. Das war so richtig dumm. Naja, auf jeden Fall ist es Grillkäse, Kartoffeln und Kürbis. Und genau. Ach, ich bin aufgeregt, Leute. Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ihr Lieben, ich bin jetzt gerade in der Sekunde nach Hause gekommen und jetzt bin ich doch ein bisschen fertig. Nach der Prüfung dachte ich so, wow, ich habe so viel Energie. Aber die Prüfung, liebe Leute, die Prüfung lief wirklich gut. Ja, also eigentlich hat alles sehr viel Sinn ergeben. Ich wusste bei allem, was gefragt ist und also bestanden habe ich sie auf jeden Fall und ich hoffe, dass es auch ganz gut war. Aber ich denke mal schon. Mal sehen, wann wir das Ergebnis bekommen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und jetzt bin ich wieder daheim. Ich war noch kurz in der Bib, weil ich, wie gesagt, noch so viel Energie hatte und ich musste noch ein YouTube-Video schneiden und solche Sachen mache ich halt auch super gerne in der Bibliothek. Also das finde ich immer ganz schön. Und jetzt bin ich aber wieder daheim. Jetzt merke ich es doch ein bisschen. Es war doch anstrengend, aber ich möchte unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Ich war jetzt ultra lang nicht mehr und ich habe so Lust eigentlich schon die ganze Zeit. Aber irgendwie war ich dann wieder den ganzen Tag in der Bib und dann kam ich abends nach Hause und dachte ich auch so, boah, jetzt noch so um 9 trainieren, weiß ich nicht. Aber wir haben es jetzt 18 Uhr. Also das würde ja eigentlich gut passen und ich hab Lust, wie gesagt. Ich habe nur ein bisschen Hunger, deswegen muss ich mal überlegen, was ich mir jetzt noch so vom Gym machen kann. Vielleicht mache ich mir so einen Rohkostteller, das darf ich ja tatsächlich alles essen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen geschnibbelt. Bei mir gibt es jetzt Kohlrabi und Karotte. Kohlrabi ist so lecker, ne? Also ist auch eine ganz gute Sache. Ich probiere jetzt momentan so alles mögliche an Gemüse aus, was es gibt. Und dann esse ich das jetzt nochmal und dann machen wir auch ins Gym. Ich freue mich richtig, weil ich habe auch noch ein paar gemischte Hackfolgen, die ich dann hören kann. Wieder so genuschelt. Ja, das mag ich eigentlich ganz gerne im Fitnessstudio. Und ja, da mache ich mich gleich mal auf. Ich komme jetzt gerade aus dem Fitnessstudio, war richtig gut. Endlich mal wieder, aber es war so voll. Oh mein Gott. So, ich muss mir einfach jedes Gerät teilen. Und dann setzt die eine sich da ohne Handtuch rauf. Und ich war so, hallo, warum bist du denn so? Naja, gut, aber es war eigentlich echt gut. Ich habe nur gemerkt, ich habe nicht so viel. Aber, oh, warte, ich habe noch was vergessen. Wir haben die Prüfungsergebnisse schon. Und hier, ich war total davor, das ging total schnell. Ich meine, heute habe ich die Prüfung geschrieben und jetzt sind die Ergebnisse schon da. Aber ich habe nur eins. Sehr cool, ich freue mich riesig. War aber auch eine gute Prüfung, muss ich sagen. Und eigentlich habe ich mich auch ganz gut vorbereitet.
also ich war bereit für diese Prüfung. Und ich habe es manifestiert und es ist eh klar, dass es kommt fürs Jahr. Nein, aber es freut mich auf jeden Fall sehr. Das war eine wichtige Prüfung, es war eine große Prüfung. Und die nächste Vorlesung, die ich jetzt habe, die baut eh auf dem Stoff auf. Deswegen war das auf jeden Fall sinnvoll, da viel reinzustecken. Und ich freue mich, dass sich das ausgezahlt hat. Alles hier kurz mal gewackelt. So, auf jeden Fall war ich jetzt gerade im Gym, war echt gut. Ich wollte eigentlich nur Beine trainieren, aber die ganzen Beinsachen waren die ganze Zeit besetzt. Und war ich so, okay, mache ich jetzt ein bisschen Ganzkörpertraining, weil ich jetzt erst wieder angefangen habe. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht so viel Energie habe, weil ich momentan ja so lebensmitteltechnisch total eingeschränkt bin. Also ich darf überhaupt gar keinen Zucker essen. Ich darf keine einfachen Kohlenhydrate essen. Also das Einzige sind so Kartoffeln. Und Vollkorn, ja, genau. Und es ist halt schwer. Also so alles an verarbeiteten Lebensmitteln kann ich einfach nicht essen. Und es ist ultra schwer, dass ich dann genug zu mir nehme. Und das habe ich jetzt gerade im Gym so ein bisschen gemerkt. Aber gut, ich werde jetzt auf jeden Fall gut erstmal was essen. Mal sehen, was mein Kühlschrank so hergibt, was ich da noch habe, was ich essen darf. Nein, es ist nicht so wild. Und genau, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt mal wieder im Fitnessstudio war. So, ich habe mir jetzt Abendessen gemacht. Es ist mal wieder sehr spektakulär und es sieht aus wie Katzenfutter. Es ist Thunfisch, Mais, Feta und Sauerrahm. Ich hatte Lust auf eine Soße. Darf ich eine Soße nehmen? Nein, es ist überall Zucker drin. Wirklich, man glaubt nicht, wo überall Zucker drin ist. Aber genau, das esse ich jetzt erstmal. Und mal sehen, ob mich das sättigt. Sonst habe ich auch noch Joghurt. Und ich muss nochmal schauen, die Tage. Also ich kann ja Vollkornnudeln eigentlich essen. Das kann ich mir nochmal machen. Aber was mache ich denn für eine Soße? Dann Tomaten darf ich auch nicht. Es ist so schwer, ich könnte sowas mit Frischkäse machen. Ja, also das muss man nochmal überlegen. Aber jetzt esse ich erstmal und werde mich stärken für die Muskeln. So, ihr Lieben, ich liege jetzt im Bett. Ich bin bettfertig. Ich habe eben noch meine Fingernägel gemacht. Die sind jetzt so weiß. Das ist aber eine Farbe, die ist super schwer aufzutragen. Aber gut, ist hoffentlich. Morgen sieht es hoffentlich besser aus. Ist schon okay. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein weirder Vlog geworden, glaube ich. Also ich habe, weiß nicht, es irgendwie einfach nicht ganz auf die Kette bekommen zu filmen und euch da ein bisschen mitzunehmen. Aber ja, die Prüfungsphase ist tatsächlich immer eine besondere Zeit und ich bin froh, dass ich jetzt schon mal ein bisschen was geschafft habe. Am Freitag ist ja noch eine Prüfung, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ja nochmal Endspurt die letzten Tage. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Vlog gefallen hat, dass ihr gerne zugesehen habt und freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Könnt ihr gerne einschalten, ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren. Freut mich alles sehr gerne. Und bis dahin, ihr lieben Mäuse. Fühlt euch ganz so gedrückt und dickes Küsschen auch nicht alle.